Da sind wir bei Let's Play Oblivion. Das letzte Mal hatten wir hier von dem guten Herrn Maglia eine Quest angenommen, wenn da nicht in dem entscheidenden Moment Oblivion abgestürzt wäre, somit der Anfang der eigentlich jetzigen Folge. Okay, das war jetzt tatsächlich ein toller Zufall. Hallo? Okay, ich habe ja gerade einen coolen Bug entdeckt. Leck mich doch. Leck mich aber sowas von. Ja, renn. Ja, damit können wir die Aufnahme. Ja, willkommen bei Let's Play Oblivion. Bei dem, sagen wir es mal so, bei dem vierten Aufnahmeversuch, diese Folge wirklich gut hinzukriegen. Als Erklärungsbedarf, das erste Mal ist das Spiel abgestürzt, das zweite Mal hat es geleckt wie Sau und hat dann das Spiel sich aufgehängt. Und jetzt beim letzten Mal war ich einfach hier in der Taverne und ja, was soll ich sagen, ein Assassine ist aufgetaucht und wollte mich angreifen, töten. Ich hab ihn dann getötet. Normalerweise macht das nichts aus, aber auf einmal sind die Wachen auf mich losgegangen. Somit war die Aufnahme auch dann für den Arsch. Und ja, somit erstmal richtig herzlich willkommen zuletzt bei Oblivion. Warum haben wir die Quest nicht gehört? Ja, weil letztes Mal das Spiel an der Stelle abgestürzt ist, wo ich eigentlich aufnehmen wollte und somit kein Save gemacht wurde, warum auch immer. Jetzt habe ich die Quest halt schon angenommen, macht halt nichts. Und vor allem die Angelegenheiten. Maglius sagte mir, sein Auftrag war, das Tagebuch des gelehrten Brennus Astis zu finden. Er fand, er würde für die gefährliche Aufgabe nicht ausreichend entlohnt und beschloss daher, ihn nicht zu Ende zu führen. Er sagte mir, ich solle an seiner Stadt den Auftrag zu Ende führen. Das werden wir natürlich machen für den guten Maglier. Das werden wir machen, weil wir sind jemand Gutes, zumal wir gar keine Entscheidung haben, ob wir es machen wollen oder nicht. Aber das ist eine andere Sache. Und ja, es gab eine kleine Aufnehmpause. Nennen wir es Aufnehmpause. Ich hatte ein paar gesundheitliche Probleme und aus dem Grund könnte ich einfach nichts aufnehmen. Und außerdem das Left 4 Dead Together LP wird erstmal pausiert, da sich, ich weiß nicht, wer Deadlift Vista alles abonniert hat, schaut auf jeden Fall mal bei ihm vorbei, Partnerkanal Deadlift Vista, auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Der macht gerade eine kleine Sommerpause für 2,5 Wochen und in dieser Zeit können wir nichts aufnehmen und dann habe ich auch nichts zum Hochladen. Von dem her hat sich das dann eigentlich erledigt. Ja, also, da wird dann erstmal nichts mehr kommen. Ja, es war sowieso ein sehr schöner Aufnehmtag für mich. Hier, Modern Warfare 2 aufgenommen. Ja. Habe ich ja erwähnt, dass da mal Videos kommen werden, eventuell. Es hat nur geleckt, wo es bei den letzten Aufnahmen funktioniert hat. Ich bin auch in eine Lobby reingekommen, wo das Spiel schon angefangen hatte und kurz vor dem Sieg praktisch stand. Bin mit 2 Kills rausgekommen. Toll. Also Kills, die ich gemacht habe. Tote bestimmt 6 oder 7. Ja, hier sind wir an den Schwarzfelshöhlen. Schwarzfelshöhlen. Fallfelshöhlen. Okay, gut. Alle WoW-Spieler wissen jetzt, von was ich geredet habe. Es gibt tatsächlich einen Dungeon, der Schwarzfelshöhlen heißt. Oder Schwarzfelstiefen, besser gesagt auch. Und deshalb war ich gerade ein wenig irritiert. Ich muss da das eine oder andere auseinanderhalten. Oblivion kann man eigentlich fast mit WoW vergleichen. Nein, das war keine Beleidigung. Egal für welches Spiel jetzt. Es gibt auf der einen Seite Liebhaber, auf der anderen Seite Liebhaber. Ich halte Oblivion immer noch für eines der besten Offline-Rollenspiele und WoW für das beste Online-Rollenspiel. Aber darüber lässt sich ja bekanntlich streiten. Wir nehmen Gold mit und einen Rubinring, den wir verkaufen können. Skelett hat nur Knochenmehl, das brauchen wir nicht. Ja, warum wollte Maglia eigentlich die Quest nicht annehmen? Bis jetzt, ach, so war es aber auch. Bis jetzt war es doch eigentlich ganz niedlich hier drin. Aber anscheinend haben die Skelette hier keine gute Laune. Und haben hier viel mehr Lust, uns eins auf die Rübe zu geben. Aber das macht nichts, denn der gute Onkel Patrick hat immer
Ein breites Schwert für jeden. Und da kriegt hier auch jeder eins drauf. Diese Höhlen kann man sich verlaufen, kann man jetzt auch unbedingt nicht machen. Man muss sie kennen oder einfach nur dem Pfeil folgen. Ich sage euch so viel, sucht immer nach dem Wasser. Denn wenn ihr das Wasser erreicht habt, seid ihr schon mal richtig. Alles andere hängt dann von eurem Glück ab. Von dem her. Bei der Hitze erstmal was trinken. Bin nur froh, dass bei mir persönlich hier die Hitze mittlerweile nachgelassen hat. Es ist nicht mehr ganz so heiß, wie es vor ein paar Tagen war, weil das war ja wirklich unerträglich. 18 Gold und hier haben wir eine Leiche mit totem Fleisch. Und hier Brennos Astis Tagebuch. Bla bla bla. Ratten bla bla bla. Bla bla bla. Mitnehmen. Ja, das war die ganze Quest eigentlich schon. Ich habe Brennos Astins Tagebuch gefunden. Ich sollte entweder mit Magle sprechen oder Modrin Oren sagen, dass der Auftrag jetzt ausgeführt ist. Hier werden wir wieder vor die Standardwahl in Oblivion gestellt. Eins der Rollenspiele, wo ich sagen muss, da haben sie dieses System nicht ganz so gut hinbekommen. Entweder wir gehen einfach zu Modrin Oren und sagen, hier, bam, kriegen wir die ganz normale Belohnung. Oder wir gehen zu Maglia und bekommen die Questbelohnung. In dem einen Fall steht Maglia halt gut da und im anderen Fall steht er halt schlecht da. Wir werden Maglia noch später treffen. Da wirkt es sich ein bisschen so auf seine Laune uns gegenüber aus. Aber wirklich einen Unterschied macht es eigentlich. Ich will jetzt nicht sagen, es macht keinen Unterschied. Dazu habe ich die Kämpfergilde schon zu lange nicht mehr gespielt. Da haben wir übrigens ein Oblivion-Tor. Ja, also wie gesagt, da will ich mich jetzt nicht während eines Kampfes. Ja, das ist der typische Oblivion-Bug. Es ist hier keinerlei Monster. Es ist wirklich kein Monster in der Nähe. Vielleicht irgendwo da hinten, wo der Mauszeiger ist. Es ist ein Monster, das hat mich gesehen. Natürlich haben wir alle gute Augen. Und haben wir natürlich gesehen und ich bin natürlich jetzt im Kampf. Keine epische Musik, keine Kampfmusik, nichts. Nein, aber ich bin im Kampf. Ich habe auch schon in den Kommentaren jetzt gelesen, dass ich mich anscheinend zu oft darüber aufrege, dass Oblivion ja zu verbuggt sei. Und ich muss ganz ehrlich sagen, an der Stelle jetzt mal das wirklich auch mündlich zu sagen, Oblivion, und ich denke mal, das ist auch den Entwicklern klar, ist ein total verbuggtes Spiel auf der einen Seite, weil es einfach wirklich so viele Übersetzungsfehler und einfach logische Fehler drin hat. Und natürlich, klar, vertue ich mich da auch mal, aber dieses Spiel habe ich schon so oft durch, dass ich weiß, wo standardmäßige Fehler auftreten, wie der jetzt zum Beispiel im Kampf nicht reisen. Ich meine, normalerweise, wenn ich im Kampf wäre, müsste mich ja irgendjemand hier angreifen. Natürlich könnte man jetzt sagen, das Oblivion-Tor ist in der Nähe, aber normalerweise zählt das nicht. Ich bin auch schon neben dem Oblivion-Tor gereist. Ja, hier können wir einen Runenstein benutzen. Ja, hier können wir eine Rüstung und eine hier Waffe heraufbeschwören. Dann sehen wir nämlich so aus. Daedra-mäßig. Und das hält jetzt dann, glaube ich, eine Stunde. Das ist ganz nice. Da haben wir dann hier voll fette Angriffskraft. Nein. Ach so, okay, gut. Das heißt, wenn ich Schwert wegstecke, dann... Das ist ja mal Kacke.